Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Pokémon Weiß. Und aus irgendeinem Grund kann ich nicht steuern. Geht's jetzt? Okay, jetzt geht's. Genau, und wir sind in Plissach. Und wir wollen woanders hin. Auf jeden Fall woanders hin. Die Frage ist natürlich, wohin? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Aber eins weiß ich, wir wollen nämlich ein paar Pokémon tauschen. Und zwar wollen wir VM-Opfer dabei haben und wir wollen unsere Fiona dabei haben, damit wir Fliegen haben. Und dann schaue ich mal ganz kurz, Moment, ich gucke mal, ob das hier in der Mitte aufpoppt. Ja, tut's. Wo wir hin müssen. Ich mache das mal kurz einfach im Part. Wo müssen wir hin? Tut mir leid, dass ich gerade hier... Genau, wir wollen zu einem See. Seen der Kühnheit oder Wahrheit oder was auch immer. Zum See der Stärke wollen wir. Die Frage ist, wo ist dieser See der Stärke? Dafür gehen wir auf die Karte und der ist im Beutel. Müsste doch bei den Basis-Items dabei sein. Genau, hier haben wir die Karte. Und der See der Stärke. Oh, der ist schon hier direkt angrenzend. So. Geht er uns dahin? Ich glaube nicht. Achso, okay, nee. Der hilft uns nicht weiter, aber hier sind wir auch schon direkt am Stärkeufer. Und ich denke, dann geht es auch hier hoch. Durch den tiefen Schnee. So. Und vor allem auf der hat Kraxler. Okay, dann passt das auch. Müssen wir da auch nichts mehr suchen. Wir finden Düsterumhang. Keine Ahnung, was er kann. Müsste ich nachschauen. Aber es wird nichts Wichtiges sein. Und genau, hier wollen wir hin. Dann schauen wir natürlich immer ein bisschen, ob hier Items versteckt liegen. Und da sind wir auch am Stärkufer. Damit kommt ihr nicht davon, Team Galaktik. Oh, du bist etwa schon fertig? Deine Pokémon sind gar nicht mal so übel. Aber du bist lächerlich schwach. Hast du ernsthaft gedacht, du könntest das Pokémon im See retten? Und der Pokémon-Champ werden? Träum weiter, Kindchen. Aber hier ist es recht kalt. Puh. Gehen wir zurück zum Hauptquartier, in Schleide. Oh, dich kenne ich doch. Wir haben uns in Ewigenau getroffen. Hör mal, Team Galactic hat etwas Großes vor. Zum Wohle aller. Da solltest du uns in Ruhe lassen. Hör auf, über Pokémon oder andere Nebensächlichkeiten zu jammern. Und verschwende deine Zeit nicht damit, ins Hauptquartier nach Schleide zu gehen. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest... Okay. Barry hat also verloren. Ja, ja, ich weiß. Ich konnte nichts gegen Team Galactic ausrichten. Das Pokémon namens Selfe... Es macht einen leidenden Eindruck. Ich werde stärker. Es geht nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Das reicht nicht. Ich muss stärker werden. Es reicht nicht, einfach nur der beste Trainer aller Zeiten sein zu wollen. Man muss sich wirklich anstrengen und entschlossen sein. Okay. Können wir surfen? Nee. Hier gibt es also nichts mehr. Aber hier müsste es doch eigentlich... noch ein Item geben. Oder bin ich hier doch falsch? Ich hätte gedacht, ich komme hier hoch. Ich kann nicht hochspawnen und währenddessen spielen. Dann mache ich das mal ganz kurz. So. Okay, wir sind noch woanders. Dann brauche ich auch da gar nicht mehr rein zu laufen. Die Frage ist natürlich, wo das ist. Ich denke nicht, dass es da unten ist. Aber wir kraxeln einfach mal nach unten. Wir werden es erst sehen dann.
ich jetzt erstmal nach da unten schauen. Also ich bezweifle, dass wir hier lang mussten. Ich denke, das geht, wenn wir... wo kann das sein? Jetzt müssen wir hier erstmal durch den Tiefschnee. Dummerweise. Ich hätte doch oben lang sollen. Wo könnte das sein? Oh, ein Creepy. Level 32, was haben wir denn? Danke, ist ja okay, wir sind um einiges stärker. Dann flüchten wir. Wir wollen nämlich eine TM, die TM 31, 32, ich bin mir gerade nicht sicher. Nur weiß ich nicht, wo es lang geht. Ich schaue jetzt nochmal hier vorbei. Ob wir hier irgendwo nach oben können. Hier könnte es durchgehen. Ne, okay. Kurz schauen, ob da ein Item liegt. Ja, es ist unglaublich, wie langsam man hier im Tiefschnee ist. So, jetzt können wir auch wieder rennen. Da gibt's nichts. Da oben wird es wahrscheinlich auch nichts geben. Ne, okay. Das heißt für mich im Endeffekt, wir müssen zurücklaufen. Ich kann mich halt echt nicht erinnern, wo diese Stelle war, wo dieses TM geben soll. Wir können natürlich kurz einen Cut machen, aber ich denke, wir laufen jetzt erstmal ein Stück zurück. Dann werde ich es ja sehen. Müssen wir vor dem Kampf nochmal flüchten. Ich könnte auch einen Superschutz reinhauen. Also, was habe ich gesagt? Ein Supertrank? Ich glaube, ich wollte einen Superschutz sagen, falls ich das nicht getan habe. Da unten ist Gras. Oder? Oder wiegt das nur? Ne, da ist wirklich Gras. So, jetzt müssen wir nie wieder durch den Tiefschnee, das raubt so viel Zeit. So, Route 217, da wollen wir hin. In der Hoffnung, dass wir da lang müssen. Ich kann mir halt echt nicht einen Reim drauf machen, was mir dieses Bild sagt. Weil ich mich auch absolut nicht an eine Stelle erinnern kann, die annähernd so aussieht. Waren wir schon in dem Haus drin? Ich glaube schon. Ist ein Item? Ne, das ist ein Trainer, okay. Achso, ne, wir haben schon gegen den gekämpft. Wahrscheinlich weiß ich, wo es ist. Wir haben ja letzten Part da unten irgendwo gestartet. Und vorher gab es ja auch schon ein Schneegebiet. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das dort ist. Das heißt, wir müssen einfach nur zurücklaufen. So, jetzt können wir auch wieder schneller laufen. Route 216, das... Ich schmeiß mal kurz in den Tank rein. Ich habe jetzt keine Lust, die ganze Zeit hier zu kämpfen. Einen Schutz rein. Wir haben keinen Schutz, okay. Und dann kämpfen wir halt, ist auch nicht ganz so tragisch. So. Flüchtet, hier können wir wieder langsam gehen. Und hier müsste es gleich dann sein. Ja, genau. Hier müssen wir hin. Hätte ich mir natürlich auch vorher denken können. Bezweifle, dass Kilian uns sonst hier rausgelassen hätte. Also, dass er uns nicht... Also, dass er... Ich bezweifle, dass er dran vorbeigelaufen wäre, sagen wir es mal so. So. Jetzt können wir mal weiter. Ein paar Trainer müssen wir noch besiegen.
Auf jeden Fall sind wir ein Stück weitergekommen. Und er schickt Maschok rein, da haben wir Wendigo, glaube ich, eine ganz gute Wahl getroffen. Ich meine, unser Neo ist jetzt eh nicht mehr dabei. Sonst hätten wir, naja, Fiona ist ja ein Flug-Pokémon, aber erst Level 19, damit können wir auch nichts reißen. Aber Aeroas sollte gut sein. Sehr effektiv. Wir kriegen zwar Stats, also Bonusangriff auf Pflanzenattacken, aber ich glaube, Aeroas ist da doch schon die beste Wahl. Außerdem ist Rasierblatt auch, glaube ich, gar nicht so stark. Ich schaue einfach mal kurz nach, was für ein Angriffswert er hat. Also müsste bei 45 oder so liegen. Machen wir das Pokémon. Bericht. Rasierblatt. Warte, Moment, ist falsch. Rasierblatt, 55. Und Aeroas haben wir 60. Ja. Ich denke aber, Aeroas ist auf jeden Fall die bessere Wahl. So, da haben wir noch Trainer, aber ich will jetzt erstmal an das Item hier rein. Metallkraut, okay. Metallkraut, so. So, dann machen wir euch zwei noch Platz. So, wo kommst du runter? Hier? Okay. So, dann benutzen wir Rasierblatt. Das dürfte okay sein. Ich meine, Wiggle ist Eistipp. Ja. Ist nicht nur okay, sondern gut. Und es hagelt. Macht uns aber doch schon ein bisschen Damage, aber. Nee, doch, wir hätten tauschen sollen. Auf. Wupan hat das ziemlich schnell platt gemacht. Ich glaube, ich mach's auch. Obwohl, Rasierblatt dürfte vielleicht gehen. Obwohl das nur normal treffen sollte. Oder gar nicht. Also ist ja ein Pflanzentipp. Wir haben jetzt eigentlich schon ziemlich platt gemacht. Käfer könnte gut sein. Ich versuch's mal. Ja, das ist sehr effektiv. Habe ich jetzt gar nicht so gesehen, dass wir einen Käferangriff dabei haben. Aber dann macht es uns das auf jeden Fall um einiges leichter. Schnäppke machen wir mit Rasierblatt platt. Denke ich mal, wenn nicht. Kreuzschere könnte auch gehen. Aber Rasierblatt sollte fast reichen, okay. Wir sind nicht eingefroren, das ist schon mal gut. Dann können wir auch weitermachen. Komm, Schnäppel, du wirst nicht getroffen, leider. Aber Rasierblatt nochmal. Das reicht. Ja. 44, dann hätten wir, glaube ich, alle auf 44. Maurice Quirkel, ich glaube, wir tauschen ein zu Wupan. Obwohl wir ein Level up, dann sollte das doch One-Hit sein, hoffentlich. Komm, sehr platt. No, oh, das ist sehr effektiv. Das reicht auf jeden Fall.
Das einzige Problem hätte das hohe Level sein können, aber wir sind ja immerhin 8 Level vorne dran gewesen. Und Schneebedeck wird wahrscheinlich genauso viel aushalten wie vorne dran. Ah ne, Moment, Schneebedeck ist mit Goldschere direkt weg. So, ich denke, Wendigo hat einen. Moment, hat Wendigo noch Synthese? Ich glaube nicht. Deswegen schmeißen wir den Trank rein. Humo, Milch ist genau das, was wir wollen. Außerdem geht das schneller als jetzt eine Runde von einem Angriff zu opfern. Da oben haben wir noch ein Item. Hoffentlich das TM, das wir wollen. Nee, leider nicht. Dann machen wir dich noch platt, aber holen uns erstmal das Item. Da hinten liegt auch noch ein Item, das holen wir uns dann natürlich auch noch. Das ist genau das, was wir wollten. Dafür sind wir hergekommen. Dann machen wir den Trainer noch platt. Ich denke, da haben wir auch schon alles. Dann können wir nach Schleide fliegen. Ob wir da noch. Ich glaube, dann war es das auch für den Part. So, Wendigo, Kreuzschere, das reicht auf jeden Fall. Level 39 sollte nicht hoch genug sein, damit es eine Kreuzschere überlebt. Oder? Nee, okay, reicht. Das ist nicht hoch genug. Und es war sogar nur ein Angriff. Da oben haben wir eigentlich alles abgesucht, genau. Pokémon, Fiona, fliegen und nach Schleide. Schleide müsste hier da unten sein. Oder da? Ist das da oben? Nee, ja, doch. Okay, hier. Ach genau, da war ja das Hauptquartier. Heilen müssen wir jetzt nichts, wo wir anfangs rein sind, aber da gab es nur Fliegen für uns. Aber jetzt können wir reingehen, da wird es jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen Action geben. Aber erst holen wir uns das Item hier. Lahmrauch gefunden. Keine Ahnung, was das kann. Schauen wir mal kurz nach. Achso, da ist wahrscheinlich auch der Superschutz dabei, genau. Hat ja eine neue Aufteilung. Ups, das wollte ich nicht. So, machen wir die ganzen neuen Sachen. Die müssten doch da unten sein. Hier haben wir einmal Düsterumhang. Wird an ein Pokémon weitergegeben. Das hier. Das ist vor Anziehung und das. Okay, macht den Träger benommen und langsam. Und hier müsste. Genau, hier müsste das Hauptquartier sein. Ne, hier gab es Fliegen. Hier geht's später rein. Wir müssen jetzt in das Hauptquartier. Das müsste dann da hinten irgendwo liegen. Haben wir das Fahrrad ausgewählt? Genau. Und machen den Bus rein und da oben lang. Nee. Wir suchen noch kurz den Eingang. Der müsste ja hier oben liegen, genau. Hat er was zu sagen? Oh, okay, das wollte ich nicht. Deswegen haben sie mir mein Pipi weggenommen. Mein Partner hat aufgegeben und ist nach Hause gegangen. Bah, ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nichts von einem L-Schlüssel zum Lager. Okay. Das wollte ich jetzt nicht. Überlass alles mir. Den L-Schlüssel, der uns das Lager von Team Galactic öffnet, habe ich hier bei mir. Uns ist ein
Frontalangriff unmöglich. Aber dank meines Genies gelangen wir doch in ihr Versteck. Du kommst doch mit. Infiltrieren wir es wie zwei richtige Geheimagenten. Kann es kaum erwarten. Geht es dir nicht genauso? Ja. Sehr gut, wir sehen uns im Lager von Team Galactic wieder. Bereite dich gut vor, bald stoße ich zu dir. Okay, dann passt das, dann können wir vors Lager fahren. Ich fahre noch kurz hier hin, das ist Lager. Und dann sichern wir. Dann verabschiede ich mich hier und wir sehen uns in der übernächsten Folge, sprich nächste Woche. Wir machen das ja wöchentlich. Und auf Wiedersehen.